Ja, ich denke, wir sind eigentlich gut ins Spiel reingekommen, haben eigentlich gute Kontrolle über das Spiel gehabt. Im Übergangsspiel zwar noch nicht so gut reingekommen. Dann kam Bochum immer ein bisschen besser ins Spiel rein und haben es aber teilweise dann gut, eigentlich ganz gut verteidigt zur Halbzeit. Ein, zwei brenzlige Situationen hatten die. Aber ich denke, zu 0-0 zur Halbzeit war dann auch völlig in Ordnung. Und ja, dann, wir sind nicht gut aus der Halbzeit rausgekommen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht gesehen von mir, die erste Gelbe kann man vielleicht geben. Dann die direkt beim zweiten Foul, beim nächsten Foul die Gelb-Rote. Ich habe noch nichts gesehen, keine Ahnung. Finde ich übertrieben, unglücklich. Ich habe es wirklich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Und klar, ich muss da, darf da nicht hingehen. Ich muss irgendwie wegbleiben, wenn ich schon gelb habe. Ich versuche wegzubleiben. Er hakt so ein bisschen ein bei mir, so habe ich es jetzt vom Gefühl her. Und er kommt zu uns straucheln und berühren oben, weil ich ihn so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen will. Versucht dann ranzukommen. Er kreuzt mir den Weg. Ich komme ein bisschen mit dem Knie an seinen Fuß rein und er stolpert dadurch. Ich glaube, wenn ich es mir angucke, sieht es sehr ärgerlich aus. Ich habe versucht wegzukommen, aber er hat sich so ein bisschen eingehakt. Und ja, ich finde es natürlich ärgerlich, dass das nächste Foul direkt gleich gelb-rot ist und ich vom Platz fliege. Ich denke, wenn man einen Foul hat, wo es eine gelbe gibt und das nächste Foul ist dann wieder eine gelbe, ist, finde ich, ein bisschen übertrieben. Hätte man vielleicht noch sagen können, ja, jetzt letzte Aktion oder letztes Foul. Ja, aber so ist es jetzt. Muss ich cleverer sein und ja, schade, dass wir halt nicht noch einen Punkt dann mitgeholt haben. Ich denke, wir haben gut angefangen, direkt eine gute Chance gehabt durch Bobby, aber ja, insgesamt war es dann hinten raus, auch vor der roten Karte schon, gegen Ende der ersten Halbzeit, war es einfach zu wenig. Ich denke, wir sind uns einig, dass es halt kein gutes Spiel von uns war, dass wir auch verdient verloren haben, das muss man akzeptieren und so ehrlich muss man auch sein. Und ja, jetzt haben wir noch vor der Länderspielpause ein Highlight zu Hause gegen Union und das wollen wir jetzt einfach, jeder will es einfach nochmal besser machen und ja, dass die Leistung heute wieder gut machen. Und es bringt jetzt nichts, darüber nachzudenken, wie viele Punkte wir hätten holen können und hätten wir mal einen Sieg mehr, das bringt ja nichts, wir haben jetzt 4 Spiele, kein Sieg und jetzt versuchen wir das nächste zu gewinnen. Ja, ich habe die Saison ja noch gespielt gegen Aue. 20 Minuten und damals auch in der Jugend oft, so ist jetzt keine unbekannte Position gewesen und Trainer hat mit mir vorher auch gesprochen, also ich wusste Bescheid und habe ich versucht es anzunehmen. Ja, ich bin sehr froh darüber, dass ich meinen Einsatz bekommen habe. Natürlich, man kämpft als junger Spieler das ganze Jahr dafür, man arbeitet hart und ja, jetzt hat man die Chance bekommen vom Trainer und ja, ich habe alles gegeben, aber die Niederlage ist zum Schluss bitter. Ja, schönen guten Abend und natürlich herzlichen Glückwunsch Robin und VfL Bochum zum Sieg, zum sehr verdienten Sieg heute. Ich glaube, bis auf die Anfangsphase und die Chance von Rot-Klasse in der zweiten Halbzeit haben wir heute, waren wir die schwächere Mannschaft, die deutlich schwächere Mannschaft. Wir haben es verpasst, Selbstvertrauen aus diesen ersten 10, 15 Minuten mitzunehmen. Ich glaube, da haben wir Zweikämpfe gewonnen, haben wir Balleroberung gehabt, haben wir Räume bespielt, die wir bespielen wollten, haben das Spiel gut verlagert, hatten ein, zwei Chancen, um vielleicht in Führung zu gehen, aber so ab der 15. Minute war der VfL Bochum Chef im Ring, hat unsere Fehler dahingehend bestraft, dass sie oft uns die Bälle geklaut haben, zu zwei Großchancen der ersten Halbzeit gekommen sind, hätten da schon in Führung gehen können mit dem Pfostenschuss und davor schon eine Chance auch über dem Flügel, wo knapp am Tor vorbeigeht. Trotzdem, wenn man dann die erste Halbzeit sieht, dann hat man Hoffnung, wenn man 0-0 reingeht, dass man in der zweiten Halbzeit nochmal eine Schippe drauflegt. Wie gesagt, wir hatten eine Chance durch Robert Latzel. Mit ein bisschen Glück gehen wir da sogar in Führung und alles, was danach gekommen ist, das muss man so ehrlich sagen, das reicht nicht, um gegen den VfL Bochum oder in der zweiten Liga dann auch was mitzunehmen. Da war unsere Leistung nicht gut genug heute, haben es dann nicht mehr geschafft, auch hinten raus uns nochmal ranzukämpfen. Vor allen Dingen war es dann natürlich auch schwer nach der gelb-roten Karte. Wir haben sowieso schon jede Menge Druck verspürt vom Gegner und dann noch einmal weniger. Das war dann des Guten zu viel und am Ende, wie gesagt, ist es für uns eine bittere Niederlage und ja, müssen das jetzt verkraften. Auch die mittlerweile 7 Ausfälle, die wir dann vor dem Spiel gehabt haben, das gehört eben auch dazu. Und leider waren wir heute nicht in der Lage, als Mannschaft hier so eine Leistung dann auch zu zeigen, um dann auch um die Punkte mitzuspielen. Robin hier und VfL Bochum natürlich alles Gute für den weiteren Verlauf des Saisons. Ja, Frank, vielen Dank. Ich denke, so kann nur ein Trainer analysieren in dieser Offenheit und Fairness, der seit über wahrscheinlich einem Jahrzehnt hier so fest im Sattel sitzt und so eine gute Leistung macht, dass er überhaupt nicht darauf angewiesen ist, irgendwelche Dinge schön zu reden, sondern der sagt es halt so, wie es ist.
Und das kann nicht immer jeder, wenn es um seinen Job zittert. Und deswegen vielen Dank für diese faire Einschätzung. Es ist wirklich auch so, dass ich sage, Heidenheim hat gleich am Anfang, ich glaube nach zwei, drei Minuten, eine sehr gute Umschaltaktion gehabt. Die war zumindest im Ansatz gefährlich. Und wir wissen alle, was passiert, wenn man da in Rückstand geraten und du da hinterherlaufen musst gegen eine gewohnt organisiert gute Mannschaft. Und ich glaube, danach hat Heidenheim, die ich nicht ganz so kritisch sehe, vielleicht wie Frank, weil sie gegen den Ball doch sehr leidenschaftlich gearbeitet hat. Und wir haben vielleicht vom Tempo dann in der ersten Halbzeit, also 15, zwar das Heft übernommen, aber ich fand das Passspiel noch nicht in dem Tempo, in der Selbstverständlichkeit, wie wir das schon gewöhnt sind. Und war immer so diese Mischung, wie sicherst du ab und bist du bereit, wie mutig bist du bereit, die Räume zu bespielen, anzulaufen. Und ich finde, dass das im Laufe der zweiten Halbzeit dann der Druck schon von uns dann größer wurde. Auf einmal waren wieder Positionswechsel da, Positionen wurden getauscht, die Außenverteidiger wieder überlaufen. Wir haben nachgepresst, sind ins Gegenpressing gekommen. Und natürlich spielt in so einer Situation dann den Platz der Weißkriegs als Gegner. Spielen es uns natürlich, wenn wir gerade kommen, nicht in die Karten, das muss man sagen. Nochmal einen riesen Bock gebaut mit dem Lattentreffer. Hilft alles dann nichts. Aber letztlich denke ich schon, dass es verdient war und für uns wirklich auch einfach sehr wichtig und fürs Gefühl einfach auch noch gut als Sieger ins Wochenende zu gehen. Frank, euch kann ich zum Sieger nicht gratulieren, aber auch zu der mehr als sensationellen Saison, die ihr habt. Ich wünsche euch alles Gute für die restliche Saison und allen anderen schönes Wochenende.